Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4. Genau, beim letzten Mal haben wir es geschafft, die zwei Wege zu absolvieren und haben den Bürgermeister besiegt, um jetzt in dieser wunderschönen Burg anzukommen. Ich kann es kaum erwarten, dass wir hier jetzt loslegen, denn jetzt, Leute, jetzt. Jetzt geht ab. Jetzt geht richtig ab, jetzt geht richtig los. TMP-Munition. Gehen wir erstmal hier durch und werden erstmal gemütlichst alles auseinandernehmen, was wir hier finden. Ist eine Schlange drin? Ne, in der nicht, in der anderen Kiste. In irgendeiner war eine Schlange drin. Ja. Hühnerei, lecker Shit, Frühstück und so. 5000 Pesetten. Ja, da jetzt keine leuchtenden Augen. Welcome. Hat er nur draußen gehabt. Naja, gut. So, erstmal verkaufen wir ein bisschen was. Is that okay? Thank you. Warte mal, kann ich vielleicht an die Maske mit Kerben? Ich muss anders rein. Nee. Eigentlich. Eigentlich muss es aber hier rein. Ist das ein Bug oder so? Back anytime. Genau, ich wollte mal eben Folgendes. What are you selling? Vielleicht checke ich das sogar später. Aber guck mal, jetzt verkaufe ich erstmal mein Gewehr. Ah, I'll buy it at a high price. Die Pistole verkaufen wir auch. What are you buying? Jetzt kaufen wir erstmal einen großen Thank you. Dann außerdem die Blacktail, meine Lieblingspistole im Spiel. Sehr schön. Thank you. Die Broken Butterfly. Thank you. Und die Schrotze. Thank you. So, das kommt vielleicht später noch. What are you buying? Die Broken Butterfly könnte man schon mal vom Schaden her. Also die Broken Butterfly ist tatsächlich die stärkste Waffe im Spiel. Es hat eine Magnum. Auch eigentlich eher eine Bosswaffe, wenn man so sagt. Also. Oh, mal den hier, das ist jetzt schon mal auf dem Tisch. Die Blacktail kann schon mal etwas Feuerkraft gebrauchen. Die Broken Butterfly in erhöhte Dings. Und dann nehmen wir uns hier die Kapazität. Ladegeschwindigkeit. Na gut, dann eben nicht. So. Blacktail. Die Blacktail. Ist jetzt eine Kugel weniger mit noch drin, aber das kommt ja noch. Das kommt ja alles noch. Dann schreiten wir mal voran. Wait. Man findet hier Shotgun-Muni, das ist nicht Shotgun-Muni, Sturmgewehr-Muni.
Das ist auch eigentlich ganz toll, aber ehrlich gesagt, die mag ich gar nicht so sehr. Follow me. Wait. Das hätte doch angerannt kommen, oder nicht? Der alte Kundenträger. Leute, und denkt immer dran, traut niemals einem Kundenträger. Besonders nicht solche. Und traut vor allem nicht mir. Follow me. Tja. Es geht los, einmal schnell durchrennen. Weil nämlich die jetzt wie bescheuert auf uns schießen werden. Oh, der hat mich getroffen. Lebe ich noch? Aber sie nicht. Das hat sie voll erwischt. Das ist übrigens der Krampf an dem Spiel, dass Ashley schnell nicht stirbt. Müsst ihre HP auch mal ein bisschen erhöhen. Oh ja. Und ohne Scharfschützengewehr spiele ich, ne? Es ist ja eigentlich auch ein bisschen vorgesehen, dass man hier mit Scharfschützengewehr spielt. Man sieht es an der Munition. Oh, ich dachte nur so, nö, kein Bock drauf. Wait. Ich hole mir noch eins, auf jeden Fall. Ein Scharfschützengewehr wird sich noch geholt. Aber es ist noch ein bisschen Zeit bis dahin. Bis sie direkt umfällt, kann ich auch nichts tun. Ich glaube, der ist tot. Hätte der halt voll reingekickt, ne? Gäbe es gerade. Haben wir noch was zu mischen? Sehr schön. Jetzt habe ich natürlich voll erwischt. Jetzt mal eben her. Rein. So. Brauchen wir jetzt auch gar nichts groß heilen. Nur ein bisschen Energie ein bisschen hochtreiben noch und fertig.
Ich höre die doch die ganze Zeit hier. Oh, hi. Pass mal. Den Kopf brauchst du nicht mehr. Raus mit dir. Raus mit dir. Mal ein bisschen näher, warte. Beschneid dir die Füße. Sehr gut. Das hat ja gut funktioniert. Jetzt müssen wir, nur gucken, dass wir noch den letzten kaputt kriegen. Okay. Ist hier noch was drin? Ne, wäre nur ein sicherer Raum gewesen. Die Kurbel, die drehen wir jetzt. Drehen. Also ich muss sagen, das ist jetzt wirklich ganz cool gelaufen. Jawoll, super. Und das kleine Röhrchen bringt mal zur Explosion, würde ich sagen. Kaboom! Nice. Ich frage mich, ob Ashley sterben könnte, wenn sie sich direkt vor das Tor gestellt hätte. Follow me. Bestimmt wäre das irgendwie gegangen. Und zum Glück wird uns jetzt auch keiner bemerkt haben bei dem Lärm, den wir veranstaltet haben, oder? Was meint ihr? Schreibt mir ruhig in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Bestimmt, ist alles gut. Was machst du denn hier? Welcome! Wie kommst du denn hier hin, alter Sack? Got some rare things on oh, ich kann mir das... Das kann ich wieder. Schrotgewehr habe ich weiter tunen. Das war nett. Möchte ich aber selling? Jetzt mal gar nicht. Wir machen jetzt Folgendes. Wir verchecken jetzt erstmal... Spinell, Seidenkristall. Mit den Sachen weiß ich immer noch nicht weit, deswegen halte ich es mal noch fest. Come back anytime. Genau, wir sparen jetzt erstmal wieder ein bisschen, weil wir jetzt so weit haben wir erstmal eigentlich alles. Leon, where's your current location? We decided to lay low in a castle, but it looks like it was a bad move. Meaning? Well, it appears that this castle's also connected with the Los Illuminados. They must not get many visitors here, because they're giving me one hell of a welcome. Sounds bad. I have an idea, Leon. I need you to... What? Repeat, Hunnigan. Great. Just my luck. Also, kennen wir das. So. Platinschwert. Das kann man natürlich auch mitnehmen. Scheiß auf Messer, wenn man ein Platinschwert haben kann. So. Gehen wir hier hoch. Matalo! Wait! Ahí está! Jetzt kommt natürlich noch mehr, jetzt geht los. Schön zusammenkommen! Igitt! Jetzt schnell! Der muss weg, der muss ganz dringend weg. Stehen bleiben oder ich schieße. Mit dem schießen. Jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein, warte mal eben. Komm zu mir. Ich habe jetzt einiges an Munition verbraten, aber... Okay. Schauen wir uns das hinter uns auch. Okay, okay. Na, Ashley, geht's dir gut? Dein Ballistics auch? Dann ist alles okay. Der Louis, der ist schon irgendwie richtiger Louis. So, dann mal einmal hier...
Schrotzenmuni und ein Spinell. Das ist natürlich schön. Ist hier noch was drin? Ein rotes Kraut. Da freuen wir uns auch drüber. Ich habe noch nichts, was ich damit mischen kann, aber ich freue mich trotzdem sehr. Pesetas. Ah, jetzt kommt das Goldschwert da rein. Aber da rausgenommen, meine ich. Jetzt kommt das Platin-Schwert da rein. So, und jetzt gehe ich hier runter. Und pack das Goldschwert hier rein. Ja, krass, krass, krass. Sind wir da krasse Rätsel, oder nicht? Also, oh, welch Rätsel. Es ist schon wieder. Follow me. Eine Bankgranate nehmen wir gerne mit. Leon! Louis. I've got something for you guys. What? Oh, shit! I must have dropped it when I was running away from them. Dropped what? A drug that'll stop your convulsions. Look, I know you're carriers. You've been coughing up blood, right? Yeah. And you? Yes. Damn it! The eggs have hatched. We don't have much time. What are you talking about? I have to go back and get it. Let me come with you. No. You stay here with Leon. He is better with the ladies. I'm sure. Why are you... It makes me feel better. Let's just leave it at that. Okay. Okay. So. Verschließt. Tja. Was wir jetzt machen ist, ich esse mal hier das Hühnerei. Wait. Was geht mit dem? Damit habe ich nicht gerechnet, dass sie auf den Tour auftreten. Na gut, na gut. Ihr wollt sie auf die harte Tour, ihr kriegt's auf die harte Tour, Freunde. Ach, ihr seid so ekelhaft. Ich muss mal die beiden ganz schnell loswerden, hier gerade weil Ashley hier vorne steht. Ja, nimm bloß mit die Magnum-Munition, Alter, so viel kriegt er ja nicht. Magnum-Munition braucht man für den Broken Butterfly und das ist schon eher selten im Vergleich. Oh, hi. Wollte nicht stören, Entschuldigung. Ein Morgenstern kann dir hier jetzt auch nicht weiterhelfen. Näher. Dankeschön.
Den Rest wie gehabt. Schön Suplex, Mann. Ich liebe Suplex. Meine Leben sind etwas im roten Bereich, aber nur etwas. Wir nehmen das Erste-Hilfe-Spray, weil das kann ich nachkaufen. Surprise, Motherfucker! Oh, hier ist gar keiner. Oh, cool. Grünes Kraut kann ich dann mit dem roten hier wieder kombinieren. Schon haben wir wieder ein komplettes Heilungsding. Oder wie war's denn mit ihm? What's up, fuckers? So. Wenn so große Kinder, kleine Kinder große Schnauze haben, sowas. Burgtor-Schlüssel. Das ist das Schlüssel. So. Sparen wir ein bisschen Munition an der Stelle und laufen einfach weg. Ich weiß zwar nicht, wo die herkommen, weil die müssten eigentlich an Ashley vorbeigelaufen sein und Ashley steht hier ganz friedlich. Aber was soll's. Sie ist verschließt. Alles klar, Burgtor-Schlüssel und hinein, Onkel Otto. Ha, sehr schön, wenn es funktioniert. Ja. Ich erinnere mich übrigens noch an die Cutscenes, die ursprünglich mal im Spiel waren. Also die alten von der uralten Version, von dem HD-Remaster. Das sah alles so schlimm pre-generated aus. Generiert! Starting to wonder when you might notice us. Who are you? Me llamo Ramón Salazar, the eighth castellan of this magnificent architecture. I have been honored with the prodigious power from the great Lord Saddler. I've been expecting you, my brethren. No thanks, bro. My, we've got a feisty one. If you care for your own well-being, I suggest you surrender yourself and simply become our hostage. Or Mr. Scott, you can give us the girl because you're not worth a penny, I'm afraid. You can die. I'm never turning into one of them. Never. Got that right. We'll find a cure. Okay, wir sind optimistisch. Wir werden ein Heilmittel finden. Tja, wer hätte das gedacht, dass wir nicht einfach durchkommen? Oh, ein Resident Evil-likischer Mechanismus. Wunderschöne Dekoration, aber etwas fehlt. Wie so immer, man muss dann einfach irgendwas hinzufügen. Und da klebt was, würde ich doch sagen. Purpurner Edelstein. Ach, guck mal an. Kann man den denn dann vielleicht mit der Maske der Kerben verbinden? Ah! Okay. Ich meine, da muss man mal dran denken, dass man die Maske mit Kerben nicht schon vorher vercheckt, ne? Also das, ich hab's jetzt auch nur behalten, weil ich wusste, dass man da irgendwo was einsetzen kann. Ich hatte aber gedacht, das wären die Katzenaugen gewesen. Es tut mir leid, Leute. Kohle wieder machen. Ich meine, jetzt haben wir ja schon mal wieder 37.000. Ich meine, ist ja schon mal gar nicht schlecht. Hier links geht's, glaube ich, nicht her, ne? Das Ding rührt sich nicht, ist wahrscheinlich von der anderen Seite verschlossen. Der Klassiker. So, dann werden wir hier speichern. Was sagt ihr eigentlich zu der neuen Folgenlänge? Mal ohne Flachs. Weil ich finde eigentlich so 20 Minuten sind zwar ganz cool, aber es ist ein bisschen schade. 30 Minuten ist so ein Mittelding. Und ich finde eigentlich so 45 Minuten um den Dreh, das mag ich eigentlich, weil man so ein bisschen Zeit hat, ins Spiel einzufinden. Und ihr könnt auch ein bisschen eintauchen. Und wenn ich euch hier einen erzähle, dann klappt das auch ganz gut. Ja. Also ich muss sagen, die neue Folgenlänge gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Ihr könnt da ja natürlich anderer Meinung sein, das weiß ich ja nicht. Deswegen frage ich euch, bitte schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Ich interessiere mich
dafür schon sehr, weil ihr seid meine Zuschauer und ich möchte es euch natürlich auch genehm machen. Deswegen keine falsche Scheu. Du willst Hera fangen. Ich habe erfahren, dass Hera die Burg betreten hat. Warum er von seiner Flucht zurückkehrt, ist mir unverständlich. Aber wir müssen die Gelegenheit nutzen und ihn fangen. Die beiden Amis holen wir dann, wenn wir Hera haben. Anscheinend hat er beim Stehlen unserer Probe einige Impfstoffe mitgenommen. Auf die Impfstoffe können wir verzichten, aber nicht auf die Probe. Ich bin sicher, dass noch jemand oder noch eine Gruppe, dass noch jemand oder noch eine Gruppe verwickelt ist. Haha. wenn dieser andere unsere Probe bekommt, wird die Welt nicht das werden, was wir wollen. Wir müssen Hera so schnell wie möglich ergreifen. Okay. Nee, nicht Hannigan. Nein, lass mich gut. So, dann machen wir einmal hier. Ein gelbes Kräutchen. Können wir einmal hier reinpacken. Leons Lebenspunkte sind schon deutlich höher. Das ist schon ganz gut. So, dann gucken wir mal hier. Wait. Verschlossen. Eine sehr widerstandsfähige Tür. Vielleicht ein Gefängnis. Genau. Jetzt muss ich tatsächlich erstmal wieder gucken, was hier Phase war. Ja, wer kennt es nicht? Macht ihr das auch immer so, wenn ihr einen Schlüssel habt oder so, hängt ihr den einfach in irgendein Gemälde? Das erinnert mich aber so ein bisschen wie diesen falschen Stein, den man wo man Schlüssel reintun kann, den man dann zwischen normale Steine legen kann. Wenn so richtig Sinn machen diese ganzen Schlüssel sowieso nicht, weil du gehst sowieso den Weg. So, jetzt kämpfen wir gegen jemanden, den ich liebevoll den X-Men nenne, den Wolverine unter den... Was sieht man hier? Seine Augen sind zugenäht. Der feine Herr ist blind. Und sehr widerstandsfähig. Fertig. Broken Butterfly ist halt so stark, dass da zwei Schüsse reichen. Ist halt eine typische Bosskampfwaffe. Ne? Also versuche die auch möglichst wenig zu benutzen tatsächlich, damit wir also ist so ein absoluter Notfall. Nur, und halt, damit wir sie halt auch in Bosskämpfen wirklich verwenden können. Ne? Also, ganz klar. Matalo. Oh, komm. Morires vivir. Morires vivir. Na komm. Allí están. Ja, ganz toll, wie es geht, ne? Weil Leon dann auch manchmal so mega wegzuckt mit der Waffe, ne? Also. Ach, du bist so ekelhaft, weißt du das? Ich finde dich wirklich nicht ekelig. Lecker. Hier, komm. Geh weg. Scheiß deinen Wurm irgendwo im Wald aus oder so, aber lass ihn bitte weg in Ruhe. Es kann ja wohl nicht wahr sein. So. Einmal hier nachladen. Klack. Klack. Okay. Wir haben jetzt alles nachgeladen, alles durchgeladen. Munition haben wir noch gut. Ja. Follow me. Ich glaube, ein dritter war doch noch hier vorne, ne? Ja, das ist mal funktioniert, Digga, wa? Das ist ein Grund, warum er mir vorbeiläuft? Ey, was? Gibt's ja wohl nicht, oder? Follow me. Schießt ja. Unverschämtheit hier.
Ich weiß nicht, ich habe diese Passage immer für meine Schwester gemacht. Also liebe Alexandra, falls du das siehst, fühle ich geliebt. Sie kam nämlich hier mal nicht weiter. Da musste ich das irgendwie mit, weiß ich nicht, 10 Pistolenmunition machen oder so. Das war richtig ekelhaft. Zumal jetzt einer der wirklich ekelhaftesten und schwersten Räume im ganzen Spiel kommt, finde ich. Ja. Das ist ein Weg. Auf dich. Flex, wiedersehen. So, jetzt brauche ich das. Alles gut. Das ist ein bisschen hektisch, ich weiß, entschuldige, ich bin da ganz ruhig, das tut mir echt leid. Ich noch 6 Mal den Fuß vorbeischieße, dann tut mir echt leid, ey. Ja, aber klar. I. Oh, ekelhaft. Man muss auch, glaube ich, gar nicht gegen alle kämpfen, aber ich mache das eigentlich immer. Peseten und so weiter ist natürlich gar nicht so verkehrt. Da können auch welche runterkommen. So, pass auf. Hartes Rätsel kommt jetzt. Wait. Der Raum hier ist eigentlich super. Da kann nämlich Ashley so schnell nichts passieren, die können sie auch so leicht nicht hier rausholen. Es gibt nur diesen einen Eingang. Ja, und den kann man deswegen ganz gut verteidigen. Einmal alles nachladen. Zeit nehmen wir uns jetzt. Ja. Sehr schön. Ich will mal einen Blick riskieren. Wir warten mal noch. Oder ist noch Gewehrmunition? Die will ich nicht liegen lassen. Nee, noch nicht. Das
So, warte, warte, warte. Da rein. Kurz warten, kurz warten. Okay, Freunde. Hi! Boah. Und ein Suplex. Jawohl. Sehr schön. Dann soll man das sagen, ich betätige mich nicht körperlich, wenn ich spiele. So. Hinter uns einer gedroppt. Ich hau eigentlich die ganze Zeit. Oh. Geschafft. Uah. Alter, was hast du gerade getan? Nein. Jetzt heilen, und zwar schnell. Wait, follow me. Nein, das hat die irgendwie so Affe gekillt, ey. No. Das ist eben genau das, was ich meine, ne? Also. Oh, jetzt muss ich den ganzen Raum von vorne machen. Okay, pass auf, mal folgendes. Wait, follow me. Wir machen diesen Durchlauf jetzt ein bisschen anders. Wir rushen jetzt durch hinten zum Raum. Ein bisschen schneller sein, wahrscheinlich anders. Kann ja nicht gemütlich mit denen kämpfen. So, die Säule kam. Die Kurbel kam einfach aus dem Boden rausgeschoben. Oh, hi. Gibt er nicht. Einen habe ich. Ja, den habe ich.
Mission, dafür hat es sich gelohnt, tatsächlich. So, Ashley soll kurbeln diesmal. Was ist denn da los? Können nicht die Sensen-Fuzis? Ich weiß nicht, warum jetzt keine Sensenmänner da sind. Vorher waren hier 35 Sensenmänner. Hab ich auch noch nie gesehen. Na gut. Jetzt ist mal eins noch in der Nähe. Die Mission natürlich gerne. Dann gehen wir schon auf die andere Seite. Ich glaube übrigens tatsächlich, dass wir jetzt einen Checkpoint erreicht hätten. Hilfspray, okay. Look, there's a crank over there. So, jetzt müssen wir einmal alles durchladen hier. Jetzt muss ich mich, jetzt wird es nämlich wieder ein bisschen eklig. Okay. Jetzt müssen wir nämlich auf sie aufpassen. Die macht jetzt für uns die Kurbeln, klar, aber wir müssen dafür darauf achten, dass hier nichts passiert. Stimmt, ich krieg auch noch Besuch. Jetzt hat er gar keinen Bock gerade. Gut, sie hat die erste Kurbel geschafft. Los. Das müsste sie schaffen. Schau mal hier rüber. Kurbel, bist du schneller, Süße. Hopp, 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 hopp. Los jetzt. Thank you.
baut eigentlich so eine Burg? Jetzt ganz ehrlich. Ich meine, wenn wir sowas in seiner Burg haben, wo du drüber springen musst. Vor allem der Teppich, der müsste völlig rotten sein, weil der die ganze Zeit unter Wasser ist. Ich lasse Asche doch gar nicht zurück, siehst du hier. Ja. Okay, dann können wir uns jetzt hier mal noch in Ruhe umgucken. Und dann werde ich gleich die Folge auch beenden. Aber wir müssen gucken mal noch, hey, was gibt's denn hier so? Hinter mich wieder? Bin ich nie aus den Abmurksen hier? Bin heute oft genug schon gestorben wieder. Welcome. Welcome. Got some rare things on. What are you buying? Hier, die möchte ich noch haben. Also die hole ich noch auf jeden Fall. Da müsste man mal gucken. Thank you. What are you buying? What are you buying? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich muss das Ding einmal ausrüsten. Anytime. Das reicht, okay. Ich brauch's doch nicht groß tun. Da kann ich echt lieber das Geld in die anderen Waffen stecken. Thank what are you buying? Not enough cash. What are you buying? Stimmt, not enough cash, ist richtig. Wie sieht's aus mit einem. Nö. Doch, nö. What are you selling? Dann verchecken wir noch ein bisschen was hier. Zum Beispiel. Spinell. Drei Seidenkristalle. Das ist auch, was ich echt nicht machen soll. Da kommt noch mehr rein. Dann wird das auch noch wertvoller. What are you buying? So, die Broken Butterfly. Kriegt man noch einen Power Boost. Sehr schön. Handgranate. Da riech ich nie Nein zu. Eine gute Granate ist manchmal Gold wert. Okay. Kann ich da oben schon was machen? Hier ist noch alles zu soweit. Okay, dann gehen wir erstmal geradeaus weiter jetzt. Das könnte doch ein weinender Engel aus Doctor Who sein, ne? Ganz ehrlich. Bleh. You're right? I'm fine! Leave me alone! Ashley, wait! Tja, warum auch immer das kleine Biest so pissig reagiert ist, hat zweimal gestorben, 7 insgesamt. Boah, ich bin so aus der Übung, ist ganz schlimm. Ich hätte das Spiel vorher dreimal durchspielen sollen, bevor ich es Let's Play. Aber gut, was soll's. Ist ja auch egal. Lass mal gucken. Es waren jetzt 64 Gegner, das waren ganz viele in diesem Kapitel. Und jetzt muss ich mal eben überlegen, jetzt kommen auch wieder ziemlich ekelhafte Kapitel. Aber ich mag eigentlich diesen ganzen Bereich jetzt sehr, sehr gerne. Fast lieber als den ganzen Dorfbereich. Ja, und deswegen würde ich doch sagen, ich speichere jetzt hier sowieso, dann beende ich die Folge an der Stelle nämlich auch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Oh, wir sind ganz vorne angekommen, was Saves angeht. Okay. Hunnigan, what happened? The transmission got cut off. Salazar, how'd you... We've jacked the line. We didn't want you telling everyone any unnecessary information. Where's Ashley? Ah, so she fell into one of our wonderful traps. We'll make sure we find her. Don't you worry about her. Oh, yes. I let our miserable insects out for some exercise down in the sewer. Thanks. That should keep me company, 'cause boredom kills me. I look forward to our next encounter. In another life. Was natürlich auch,
möchte ich jetzt eben noch sagen, bevor die Folge zu Ende ist. Das ist ja so typisch Resident Evil mäßig, ne? Wir kommen hier entlang und dann läuft Ashley natürlich genau so, dass sie hier gegen diese Dinger kommt. Und dann am Ende, Ashley ist auf der anderen Seite, ich muss schnell einen Weg dorthin finden. Und dann am Ende gefesselt zu werden und die Wand dreht sich. Das ist natürlich alles geplant gewesen. Okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, war's das. Und ich finde es eigentlich immer wieder toll, tatsächlich hier das Spiel zu spielen, weil es ist einfach so entspannend, ne? Also nicht direkt entspannt im Sinne von voll easy, alles toll, sondern eher, dass es so, es ist für mich so Schulzeit, ne? So die unbeschwerte Teenie-Zeit. Man kam nach der Schule nach Hause, hat sich hingesetzt, Resident Evil zum 7. Mal durchgespielt, mit seinen Freunden zusammen um die Wette. Und wer hatte dann den coolsten Stuff? Ich hatte die GameCube-Version, die PlayStation-Version. Ja, es war halt alles ein bisschen, es war halt so. Und ich muss sagen, das hat mir alles doch sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen ist dieses Spiel für mich immer wieder eine Sprengladung aus der Vergangenheit, wenn man so möchte. Und deswegen ist es auch mein Lieblingsteil. Ist einfach so. Unanfechtbar. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Chill mit Öl, macht's gut. Und dann gehen wir durch diese Tür. Ciao, ciao.